Wir haben heute die Landessiegerinnen und Landessieger des Wettbewerbs Jugend forscht in Bayern ausgezeichnet. Es ist immer wieder beeindruckend, welche tollen Forschungsergebnisse die Jugendlichen schon abliefern in den unterschiedlichsten Gebieten. Ganz komplexe mathematische Fragen, ganz handfeste Themen von der Biologie über die Informatik. Wirklich beeindruckend und es sind alles schon Sieger. Das heißt, die gehen jetzt zum Bundeswettbewerb und werden vielleicht da auch wieder ausgezeichnet. Aber ich bin mir sicher, die haben alle eine große wissenschaftliche Laufbahn vor sich. Und sie werden alle dazu beitragen, unsere Welt ein Stück weit besser zu machen mit den Fortschritten von Technologie und Wissenschaft. Und das ist einfach was ganz Großartiges, das der bayerischen Staatsregierung sehr wichtig ist. Also ich habe das Projekt Diabetes im Blick, habe implementiertes Softwaresystem zur Blutzuckeranzeige entwickelt. Und das ist praktisch eine kleine Anzeige, mit der man den Blutzucker live von dem Blutzuckersensor eines Diabetikers sehen kann. Und das kann man sich dann überall in der Wohnung hinstellen oder auch irgendwo mit hinnehmen. Also ich fand es super, super cool, mal alle persönlich zu sehen, die man auch irgendwie beim Wettbewerb dann getroffen hatte. Und einfach so dieser Austausch, so, das ist so, das macht Jugendforscht halt zu Jugendforscht. So. Deswegen, ja, macht super Spaß und immer noch.